Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verdampften Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Rheinland-Schau. Rheinland. Die Topmeldung des heutigen Tages kommt einmal mehr aus dem Rheinland. Heinz Dampft sendet ab sofort in HD. Es mag manche Dampferinnen und Dampfer geben, die den verschneiten und kultigen Sendungen von Heinz nachtrauern, aber an dieser Stelle sei einmal auf seine große Mediathek in Form auch von Playlisten hingewiesen, die nicht nur unzählige Videos aus allen Bereichen, sondern auch die meisten seiner frühen Schaffenswerke beinhaltet. Wir gratulieren Heinz dazu, dass er im hochauflösenden Zeitalter angekommen ist. Kommen wir zur nächsten Meldung. Und wieder kommt sie aus dem Rheinland. Helle Aufregung herrschte in der vergangenen Woche bei Heinz Dampft. Heinz wurde beschuldigt, eine Urheberrechtsverletzung begangen zu haben. Ausgerechnet sein Video "Gib dem Dampfen dein Gesicht", das auch das Gesicht des klagenden Dampfers zeigte, rückte in den Fokus der Ermittler. Der Kanal Heinz Dampft wurde vorübergehend mit Sanktionen belegt und es wurde ihm unmissverständlich klargemacht, dass es bei weiteren Verstößen zu einer Schließung seines Kanals kommen würde. So konnte Heinz unter anderem keine Videos mehr hochladen, die länger als 15 Minuten lang sind, oder auch an Live-Veranstaltungen, sogenannten Hangouts, teilnehmen. Direkt zugeschaltet aus dem Rheinland ist bei uns jetzt Heinz Dampft. Guten Abend, Heinz. Ja, guten Abend auch. Was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen Sie? Sie wurden und werden meines Wissens bis jetzt auch noch im sogenannten E-Rauchen-Forum des Diebstahls von geistigem Eigentum beschuldigt. Ja, was soll ich dazu sagen? So ein No-Name meint, ich hätte sein Bild geklaut. Richtig ist, dass ich wohl das Bild eines No-Names mehrfach in einem Video verwendet habe, ohne dass ich dafür eine schriftliche Genehmigung vom Ersteller hatte, ne? Naja, zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass ich eine schriftliche Genehmigung vom Dampfgott persönlich hatte. Ja, ich durfte, also der hat mir gesagt, ich könnte die Bilder verwenden. Sie sagen, Sie hätten die direkte Genehmigung vom Dampfgott erhalten. Kann man sich selbst auf Gott nicht mehr verlassen? Doch, doch, ganz im Gegenteil. Er stand mir sofort zur Seite, wie man hier sieht. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch und ich grüße den Heinz. Hey, der Phil. Danke für alles. Der Philgood vom bekannten Kanal Dampferhimmel hatte also die Bilder zu Beginn der Kampagne Mut zur Wut vor 2 Jahren zur Verfügung gestellt bekommen. Ihm wurde versichert, er könne sie frei verwenden. Daraufhin postete er sie auch in sozialen Netzwerken und stellte sie zum Download zur Verfügung. Aber aufgrund der jüngsten Vorkommnisse hat er sie wieder vom Netz genommen. Phil wird in seinem nächsten Dampfpalaver, eine sehr beliebte Sendung des Kanals Dampferhimmel, auf die Geschehnisse dann mal zu sprechen kommen. Und wie kam es dazu, dass Ihnen Ihr Kanal nun wieder zur Verfügung steht? Ja, als ich erfahren habe, dass gegen meinen Kanal Maßnahmen ergriffen wurden, habe ich mich natürlich sofort an Phil gewandt, der sich daraufhin dann mit dem Urheber in Verbindung gesetzt hat und hat dem wohl dann klar gemacht, dass es mir fern lag, vorsätzlich die Urheberrechte eines No-Names zu verletzen. Ich bin ja schließlich auch tierlieb. Ja, und daraufhin wurde die Beschwerde bei YouTube widerrufen mit der Folge, dass mir mein Kanal nun wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht. Allerdings wurde meiner Bitte bis jetzt wohl noch nicht nachgekommen im Thread da des E-Rauchen-Forums, wo gesagt wurde, ich hätte das Bild geklaut, darauf hinzuweisen, dass ich nicht vorsätzlich einen Diebstahl geistigen Eigentums begangen habe. Trotzdem bin ich natürlich sehr froh, dass es dieses Forum gibt
Und ich bedanke mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich für die außerordentliche Arbeit, die dort geleistet wird. Nun Heinz, dann ist ja jetzt wieder alles im Lot, oder? Nun ja, ich habe das beanstandete Bild seit circa 2 Jahren dann auch in 30 meiner Videos verwendet. Und die habe ich jetzt mitsamt allen Kommentaren vom Netz nehmen müssen. Ich denke, dass ich im Laufe der Zeit ein paar von den Videos wieder ohne das beanstandete Bild wieder hochladen werde. Ne? Aber bis dahin kann ich nur mein Bedauern zum Ausdruck bringen, dass alle Kommentare und Diskussionen der interessierten Dampferinnen und Dampfer zu den Videos leider unwiederbringlich verloren sind. Heinz, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ja, ich bedanke mich dann bei Feelgood vom YouTube-Kanal Dampferhimmel ganz herzlich dafür, dass er mir sofort zur Seite stand und die Angelegenheit schnell klären konnte. Des Weiteren bedanke ich mich auch bei No Name, der hier auf YouTube auch als Blaudampfer firmiert, dafür, dass er ein Einsehen hatte und seine Urheberrechtsbeschwerde sehr schnell widerrufen hat. Alles klar, Heinz. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei YouTube und wie man unter den Dampfern sagt, gut Dampf. Ja, vielen Dank auch und jo Dampf, ne? Kommen wir zum nächsten Thema. Brüssel. Am kommenden Mittwoch, den 26.02.2014, also übermorgen, gegen 11.30 Uhr wird das EU-Parlament über die Tabakproduktrichtlinie abstimmen. Eine offizielle deutsche Version dieser Richtlinie wurde nun vor einigen Tagen veröffentlicht. Wahrscheinlich hat sich in dieser kurzen Zeitspanne vor der Abstimmung jedoch nicht jeder deutsche Parlamentarier ein genaues Bild von dem machen können, über was er oder sie da nun abstimmen soll. Es ist ja auch nicht jeder deutsche Parlamentarier der englischen Sprache mächtig, auch nicht unsere Gesandten in Brüssel. Schließlich hatten wir auch einen Außenminister, der zunächst erstmal etwas Englisch lernen musste. Gut, eine rühmliche Ausnahme ist Frau Dr. Renate Sommer, Mitglied des Europäischen Parlaments, die sich in einem Dampfshop vor Ort ein Bild über die möglichen Auswirkungen machte, die die geplante Richtlinie mit sich bringen könnte. Also Frau Dr. Sommer war vor Ort in einem Dampfshop und hat sich informiert. Ja, an dieser Stelle sage ich dann einmal einen ganz lieben Dank und herzlichen Dank an Frau Dr. Renate Sommer. Die geplante Richtlinie ist so grotesk, dass ich hier nicht näher darauf eingehen möchte. Sie würde das Dampfen, wie wir es heute kennen, nahezu unmöglich machen. Heinz Dampft wird sicherlich von den Geschehnissen in Brüssel berichten. Bleiben Sie also dem Kanal weiter treu. Zum Wetter. Ein Blick aus dem Fenster sagt, wir begrüßen den Frühling. Dann mal Alaf und Hello, gut Dampf und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Heinz Dampft.